Großer Tag für mich heute. Peggy March hier in Deutschland. Ich kenne sie noch als Little Peggy. Ja, ich kenne es auch. Ja, lange her. Und natürlich hier Uta Rosa Schmidt. Rosa steht im Ausweis, aber wir kennen sie als Uta Schmidt, die Moderatorin von FFH und Buchautorin. Und Buchautorin, da bin ich dann Uta Rosa Schmidt. Ja, herzlich willkommen hier zum Interview. Eine Frage, die mich selber interessiert. Jetzt ist ein amerikanischer Teenager 15 und wird mit einer Cover-Song eines Songs, schießt er in die Top 100 der Billboard-Charts. Was macht das mit Nummer einem? Nummer 1, macht es ja, ich sage, er schießt das. Das meinst du, er schießt das, okay. Ja, was macht das mit einem? Unglaublich. Man ist ja 15, man hat ja noch 15, andere Sachen. Ja, das stimmt, aber ich nicht scheinbar. Nein, das so war's und ich bin sehr froh, dass es passiert ist und ja. das war ein großes Ding. Allerdings, ich war noch in die Schule und am nächsten Tag hatte ich immer noch Prüfungen, die ich machen müsste und so weiter. Also das war ganz anders. Ich war die Einzige in meiner Klasse, die sowas gemacht hat und ich habe sowieso immer gesungen. Also das war nicht Neues für mich, aber dass diese Platte so Nummer 1 geworden ist, ist schon eine große Sache. Verändert das jemand? Ja und nein. Also ich weiß nicht, ich bin derselbe Person geblieben. Ja, aber auf einmal war Peggy March, Little Peggy in sämtlichen TV-Shows, ja, das stimmt. In Radioshows. Aber das war mir nicht neu, weil ich hab als Kind auch in Philadelphia, so die Umgebung, habe ich Kinderfernsehen auch gemacht. Also das war nicht neu. Allerdings Nummer 1 ist schon neu. Das hat mich überall hingebracht. Das Schöne, ich konnte überall reisen. Das war toll für mich, weil ich wollte immer weg. Ich wollte immer dorthin und dorthin. Und es brachte mich nach Deutschland, in Japan und was weiß ich. Das war schön. Und sie hat natürlich auch hier in Deutschland dann tolle Erfolge mit deutschen Schlagern. Auch das, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Viel Glück gehabt. Mit 17 hat man noch Träume. Träumt man immer noch? Immer. Mein Gott, wenn man aufhört zu träumen, glaube ich, ist man tot. Ja, glaube ich schon. Ja, Uta Schmidt, Zeitreisen ist ja auch so ein bisschen Träumen, ne? Auf jeden Fall. Also ich habe mit meinem Buch, klar, die ganze Handlung träumt man eigentlich. Und tatsächlich schreibe ich im Kopf abends im Bett, bevor ich einschlafe, denke ich mir das alles aus und am nächsten Tag setze ich mich hin und schreibe es dann auf. Und so ist meine Zeitreisegeschichte zusammengekommen. Aber ich würde gerne noch zu Peggy sagen, ich kenne sie natürlich auch schon lange, ne? Ich habe früher mit die Hitparade geguckt in... Genau, ja, mit Dieter Thomas Heck. Mit Dieter Thomas Heck. Und dann haben wir mit Omas Fernbedienung vom Fernseher, haben wir das nachgespielt. Und da haben wir natürlich auch deine Songs gesungen, meine Schwester und ich. Haben uns mit der Fernbedienung hingestellt und haben dann Hitparaden-Songs nachgesungen. Also im Grunde warst du mein Vorbild, Peggy. Ich habe dich imitiert. Danke, dann sage ich, okay. Jetzt, was Sie wenigsten wissen, Peggy March ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch eine sehr erfolgreiche Texterin, ne? Für viele bekannte Künstler. Ich habe schon Text für andere, allerdings in Englisch. Ja. Aber geschrieben und die sind zum Teil auch sehr, zum Teil auch, sehr weit oben in den Charts gelandet. Genau. Was macht mehr Spaß, singen oder schreiben? Weißt du was, ich habe immer gesungen. Also wenn etwas ist sehr bekannt und erfolgreich beim Gesang, nicht, dass es, ich nehme nicht überflüssig, also nicht, dass es normal ist und nicht, das ist nicht so wichtig, das sage ich nicht. Aber als Schreiber oder Texterin ist es was Besonders, fand ich. Und das, wenn das Nummer 1 wurde, When the Rain Begins to Fall, zu Nummer 1 ging, das war schon eine große Überraschung und ein tolles Gefühl, weil das eine andere Art von Kreativität war. Und das hat mich besonders gefreut. Ist natürlich auch wieder die Beziehung. Wir reden ja auch jetzt vom 27. November, wo man Peggy March und Uta Schmidt zusammen auf der Bühne sehen wird.
Das ist der Post, der ganze Lärm macht. Ja. Das ist deine Fanpost, Peggy. Ja, nein. Da werden jetzt die Säcke mit deiner Fanpost angeliefert. Das kann nicht sein. Also die Fanpost für Peggy kommt hier mit dem LKW an und nicht mit drei Umschlägen. Das müssen wir doch mal festhalten. Jetzt sind die Memoiren natürlich auch auf dem Markt. Und es gibt eine neue CD. Ja, das wird ja, also das ist jetzt eine komische Zeit, also jetzt im Moment, nächstes Jahr bin ich auf Tournee und der CD kommt dann im Januar natürlich raus und die Hauptsache ist wichtig, immer beschäftigt zu sein. Also ich kann nicht sitzen und warten, das macht mich wahnsinnig. Und man wird nur alt, wenn man aufhört zu denken. Ja, ne? Zu träumen, siehst du? Man wird dann alt und das ist schlecht. Ja, am 27. hatte ich eben schon mal angefangen, bevor die LKW-Ladung mit Fanpost kam. Genau. Ja. Oder was ist das Besondere jetzt an einer Lesung? Unterstützt, also ihr unterstützt euch ja gegenseitig. Auf jeden Fall, das hoffe ich doch sehr. Mit den Songs von Peggy. Ich finde das Konzept total spannend. Also ich fange ja an und ich werde ein bisschen was aus meinem Buch präsentieren und werde dann überleiten zu Peggy. Und wir haben schon festgestellt, du hast schon gesagt, Zeitreise haben wir gemeinsam. Dann geht es um starke Frauen an diesem Abend. Das ist ein großes Thema. Meine Heldin ist auch die ist zwar erst 15, aber das ist auch schon eine Powerfrau in dem Alter. Und insofern wird mir die Überleitung da nicht schwer fallen. Und ich glaube, die Zuschauer dürfen etwas sehr Besonderes erwarten. Etwas sehr Stimmungsvolles, etwas, was schon, glaube ich, sehr gut in die Weihnachtszeit reinpasst. Ich glaube, uns fehlt ja dieses Jahr ein Advent. Ne? Das auch Spaß machen. Und das ist mir so wichtig, dass es uns auch auf die Bühne Spaß macht. Peggy, ich verrate jetzt mal ein ganz großes Geheimnis. Ich habe, als hier mit Depro das Interview ausgemacht habe, in Twitter jetzt X, mal so gut geschrieben, Mensch, ich darf ein Interview mit Peggy March machen. Und dann sieht man erstmal, wie viele Leute eigentlich sagen, Mensch, toll, Peggy March, und dann kommen sofort Memories of Heidelberg, mit 17 hat man noch Träume und I will follow him, wobei viele glauben, das wäre ja vom Whoopi Goldberg. Ja, natürlich, aber das ist ja nicht schlecht, das ist doch toll irgendwie, dass man denkt, nicht so weit zurück, dann meinen sie, ich bin nicht so alt, wie ich bin. Und das ist auch nicht schlecht. Nein. Und wir verraten ja kein Geheimnis. I Will Follow Him ist ja schon ein Cover, denn das Original war von... Ja, das Original ist eigentlich ein Instrumental. Ein sehr langsamer, das hieß Chariot, das war Instrumental, ist egal welche Sprache. Aber auf jeden Fall, das war in Frankreich geschrieben. Dann kam Tulle Clark hat das in Französisch gemacht. Genau. Dann hat ein englischen Text landete auf der Tisch oder der Schreibtisch meines Produzenten, damaliger. Und dann, ich hab's gekriegt. Ja, und der hat das an clevere Weise für den amerikanischen Musikgeschmack etwas umgeschrieben. Ja, so ein bisschen umgeschrieben und modernisiert vor allem. Und dann brummte das. Ne? Ja, genau. Und aber macht das einen nicht stolz? Das Ding ist ja ein Dauerbrenner. Ne? Also, ist das irre. Jeder Kirchenchor hat hier I Will Follow Him im Programm. Ich weiß, es ist irre, wenn man denkt, und jeder kennt den Text auch. Und auch die jüngeren Leute... Die kennen meinen Namen nicht, aber das Lied kennen sie schon. Also würde ich nicht sagen. Ja, aber nicht immer, weil nicht vergessen, das ist schon so. Aber die Moderatorin von FFH, die Uta, die weiß das auch. Wir haben im Moment auch so eine Retro-Schiene. Absolut, und ich hab in der Redaktion drüber gesprochen. Ja. Und da war ein Kollege, der ist Anfang 30 und er sagte, ach, Peggy March. Und er hatte sofort, welcher Song war das vorhin, haben wir noch vorhin drüber gesprochen, den hatte er sofort auf der Pfanne von dir. Einmal verliebt immer, genau. Das hatte er sofort auf der Pfanne. Und das ist ein Anfang 30er, und das fand ich enorm. Seine Mutter hat es gehört. Und wir haben ja auch in Deutschland die Situation, der Schlager war nie weg, war nie tot. Also er war immer da. Und Schlager, das war für eine Weile, aber nicht schwach. So. Ja, er war schwach, genau. Aber der Schlager hat immer noch sein großes Publikum und Hörerkreis. Der kämpft sich immer wieder durch. Immer wieder durch, Genau. Das ist aber gut so. Es ist gute Sachen. Also ich mag nicht immer diese...
Etiketten, die man manchmal Musik gibt. Ja. Das finde ich unfair manchmal, weil so oft wird das gedacht, es ist nur Deutschland, das seine eigene Musik nicht immer gern appreciated. Wie heißt appreciated? Schätzen. Und das ist schade, weil ich bin eine der wenigen, die tatsächlich gekämpft dafür haben. Für mich ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Ein Lied ist ein Lied ist ein Lied. Ist egal, welchem man Etikett das geben will. Und wenn es gut ist, ist gut. Ist egal, in welcher Sprache. Und das hat mich gestört damals, in den 80er Jahren. Also Neue Deutsche Welle kam, die waren aber auch Schlager. Ja. Also bitte. Also ich kenne die Zeiten noch, als man in eine Kneipe gegangen ist, da stand die Jukebox und da lief also Greens Clearwater genau neben Peggy March und Tanja Berg, die Schlagersängerin neben... Und Susi Quattro. Ja. Und Susi Quattro, genau. Da war nicht keine Abstufung. Es war, es war für jeden was dabei. Sprache. Ja, das genau. War für jeden was dabei. Ja, was werden wir denn am 27., was von Uta zu erwarten ist, wissen wir. Wir kennen das Buch und haben schon Teile gehört. Ich hoffe, es kennen noch nicht alle, aber... Das ist richtig. Aber ich vom zweiten Band hast du ja nicht so viel verraten. Nee, bei meiner letzten Lesung hatte ich hauptsächlich Novizen, wie ich immer sage. Und dann kann ich natürlich nicht so viel verraten, sonst müsste ich das Ende vom ersten Teil verraten. Aber das wusste ich nicht. Es sind zwei Teile genannt? Ich habe schon den zweiten. Ich habe schon den zweiten Teil auf dem Markt, ja. Aber ich werde hauptsächlich aus dem ersten. Ich werde auch ein bisschen was zu meinen Recherchen erzählen. Und ich werde viel über die nordhessische Geschichte auch auspacken, die sehr, sehr spannend ist. Die wird immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterschätzt. Ja. Wir haben richtige, interessante nordhessische Geschichte. Jetzt kein Geschichtsunterricht, den ich da halte. Das ist schon sehr unterhaltsam, glaube ich. Aber ich glaube, man erfährt noch viel über die eigene Heimat. Gut, ich möchte das eigentlich, Uta? Ich möchte das Englische lesen. Also du musst mir das Englische schicken, dass ich das ein bisschen mehr Leichtigkeit habe. Das mache ich. Da an der Eder, das spielt ja an der Eder, dass sich die Knechte und Mägde bei den Bauern ausgebeten haben, höchstens einmal die Woche Lachs zu bekommen, weil Lachs war eine Standardspeise, der gab es so auch. Überschuss. Ja, Überschuss und die kriegten natürlich dann die Knechte und die Mägde. Peggy, was werden wir von dir hören am 27. Altes, Neues? Ja. Dankeschön. Ja, Altes und Neues, ja. Altes und Neues. Ja, also das wird auch gesungen, ein bisschen. Und erzählt von dem Buch, der Buch ist mein Leben, das fängt ja schon Geburt an. Bei jedem, eigentlich bei jedem Leben fängt mit der Geburt an. Das also, ist so, ja. Also ich erzähle. Das ist in den USA nicht anders wie in Deutschland. Genau so ist es, genau. Aber ich glaube, meine große Angst am Anfang war, dass es langweilig wird. Aber ich habe es gehört, es ist nicht langweilig und das freut mich riesig. Nein, also wir machen ja auch ein bisschen Werbung dafür bei uns hier in der Online-Plattform. Und ich denke schon, dass es gerade so die Boomer-Generation ganz neugierig auf Peggy March in Frankenberg ist. Das würde mich freuen. Wie gesagt, ich habe wirklich Angst gehabt, dass es langweilig wird. Oh mein Gott, wirklich. Jetzt habe ich nur gesprochen am Anfang. Mein Gott, das ist wirklich mir sehr, sehr wichtig. Ja. Aber scheinbar viele haben es gern. Die finden es amüsierend und ein bisschen traurig natürlich. Wenn Uta kann das bestätigen, wenn Peggy March kennt man. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das Konzept ist ziemlich einmalig. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass jemand singt und liest. Ja. Das ist ja das Tolle daran. Aber nicht zur gleichen Zeit. Nicht zur gleichen Zeit. Aber Lesung denkt man immer, ja, da hört man sich jetzt 2 Stunden an, wie jemand vorliest. Nein, also aber es wird sehr lebendig werden. Und ich glaube, es wird auch, ich weiß jetzt nicht, ob man sich ein Tränchen verdrückt, aber ich glaube, es wird schon emotional. Also Uta, das ist für dich aber auch eine Herausforderung, mindestens das Waldecker-Lied zu singen, ne? Wenn man schon Waldecker-Geschichten vorliest. Also das Waldecker-Lied, da tue ich mich schwer als Frankenbergerin, aber wir haben ja auch ein sehr schönes Frankenberger-Lied und ich habe der Peggy gesagt, ich schicke dir mal ein paar Noten und einen Text und vielleicht können wir so einen kleinen Auszug, also wir wollen nichts versprechen, das könnten wir vielleicht zusammen, das Frankenberger-Lied in Frankenberg. Und darauf freuen wir uns am 27. November mit Little Peggy. Ja, nein, ich hoffe große. Mein Gott. Und Uta Rosa Schmidt im Philipp-Söldner-Forum. Noch gibt's Karten. Ja, also komm mal hin, wir werden uns freuen. Gell? Genau, vielen Dank. Wir freuen uns auf ganz viele interessante, lustige Besucher. Und wir wollen mit euch singen und lesen. So kommt alle vorbei. Bitte, wir freuen uns.